Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Ich habe einfach mal wieder Lust, Rollercoaster zu spielen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ach, nimmst es doch einfach mal auf. Mal sehen, ob es jemanden interessiert. Wenn nicht, ist auch okay. Ich Let's Play und spiele sowieso nur das, auf was ich Bock habe. Und jetzt habe ich gerade Bock auf Rollercoaster Tycoon 3. Ich werde erstmal nur den Sandkastenmodus spielen, um auch zu schauen, wie das bei euch ankommt oder so. Vielleicht machen wir nach 10 Parts schon wieder Schluss, wer weiß. Und deshalb spielen wir erstmal nur in den Sandkastenmodus. Sollte es wirklich gut ankommen, werde ich mich auch mal an den Karrieremodus ranwagen, wo ich mich noch nie rangewagt habe, weil ich habe mehr Spaß dran gehabt, einfach im Sandkastenmodus freie Schnauze zu bauen, ohne auf irgendwas achten zu müssen. Und deshalb wählen wir den einfach mal aus, Spiel starten und bauen wir unseren eigenen Vergnügungspark. Ja, voraktivieren. Pipapo. Ja, und gern könnt ihr mir auch irgendwelche Ratschläge geben, wie ich dann was bauen soll und so weiter. Wenn ihr das möchtet. Komm, jetzt. Jetzt will ich aber spielen, ne? Park wird, ja, ja, ja. Jetzt aber. Super. Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir ein paar unserem Park einen Namen geben. Weil Sandkasten ist kein schöner Name. Ja gut, wenn man alles mit Wüste machen würde, dann wäre es vielleicht ein cooler Name, der Park. Aber Sandkasten, nee. So einen Wüstenpark will ich eigentlich nicht haben. Wir nennen den Park einfach mal Let's Play Land. Weil wir es einfach können. So, da, 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 und es ist geändert. Sehr schön. Wo ist denn jetzt? Ach so, okay. Ist das? Okay, das ist hier auch auf der anderen Seite. Ich glaube, ich fange damit an, den Eingangsbereich ein bisschen auszubauen. Was machen wir denn da am besten? Erstmal brauchen wir ein bisschen Grünzeug, aber ich glaube, bevor ich das Grünzeug mache, will ich erstmal einen großen Platz haben. Und dafür brauche ich erstmal weniger Weg. Weil den Platz will ich nicht erst da hinten irgendwo haben. Den möchte ich direkt vorne am Eingang haben. Mach so mal so einen riesigen schönen Platz, wo alles Scheiß steht, Informationsstand und hast du nicht gesehen. So. Ach nee, warte mal. Ach, wir waren das nochmal. Irgendwie konnte ich doch jetzt auch so großflächig was machen, oder? Klar, das ging doch auch. Ich habe, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ewig keinen Rollercoaster mehr gespielt. Deshalb werde ich mich hier erstmal ein bisschen doof anstellen. Ah, das ging doch irgendwie, sag mal. Irgendwie ging das, das weiß ich. Ich meine, klar, wir könnten jetzt auch so hier den Platz bauen, aber das wäre ein bisschen zeitaufwendig, oder? Oder geht das? Wir bauen mal so. Ja, die laufen jetzt natürlich alle auf dem Rasen. Ist mir aber auch gleich gerade, ob die alle auf dem Rasen laufen oder nicht. Ach, kacke, das... Ja gut, ist okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Ein bisschen kleiner Platz, ne? Komm, die machen wir noch ein bisschen größer. Ah! So ging das. Schade, dass es nur so geht. Nee, warte. So. Ich will keine. So. Ja, genau, so ging das. Ah, ja, das wollte ich doch haben. So, hier alles schön mit Weg auspflastern. Grünzeug machen wir dann auch noch hin. Ich mache ja erstmal alles mit Weg, damit wir ungefähr wissen, wie groß der Platz sein soll. So. Und so. Gut, jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Grünzeug. Oder ich habe da so eine Idee. Wir machen hier mal ein bisschen was weg wieder. Warum gehe ich jetzt immer weiter nach hinten? Ich will nur die Dinger wegmachen. So, warte mal. Bäume. Was könnte man da für Bäume hinpflanzen? Birken. Oder Buschfarn.
Mal Busch fahren könnten wir eigentlich ein bisschen hier vorne was hinmachen. Die auf jeden Fall schon mal gut. Ich brauche aber Großbäume. Was ist das? Achso, das Buch. Das wollte ich jetzt nicht. Moment. Busch fahren. Was gibt es denn noch für Bäume? Bäume, Bäume, Bäume. Genau, sowas. Immer im Zweierabstand machen wir die. Gut, ist jetzt total asymmetrisch. Machen wir es halt symmetrisch. Genau. Können wir da noch irgendwas in die Mitte machen? Gibt es irgendwie Blumenbeete oder so? Jetzt wird es natürlich dunkel. Großes Blumenbeet. Passt das dahin? Das passt dahin. Sehr schön. Warum nicht das Blumenbeet? Genau, 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 genau. So, und dann, wo war denn die Beleuchtung? Weil es gerade dunkel wird, passt gerade. Fackel Atlantis. Ne, gibt's nicht irgendwie goldene Weglampe? Gotische Weglampe. Großes Parkschild. Lautsprecher. Aha. Was passt? Neonweglampe. Machen wir Parkstraßen. Komm. Machen wir eine Parkstraßenweglampe und wir haben Eingang erstmal welche hin. Und ich glaube hier so am Rand erstmal ein paar am Rand. Damit wir danach. Oder damit wir erstmal so ein bisschen Beleuchtung haben. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Profi in Rollercoaster Tycoon 3, also ich spiele das nur als Just for Fun. Wenn ihr natürlich eure pompösen Parks bauen könnt mit was weiß ich nicht noch alles, dann ist das okay. Oh, der Weg ist ein bisschen doof, ne? Ach, ich lasse das jetzt so. Sieht vielleicht gar nicht mehr so scheiße aus. Hier noch und hier noch und genau, da haben wir erstmal ein bisschen Beleuchtung. Und wie machen wir das jetzt? Platzieren wir jetzt irgendwelche Geschäfte im Essen? Fangen wir mit einer Information und so einem Kack an. Und beim Geldautomat. Information am Eingang ist immer gut. Wo bauen wir die jetzt am besten hin? Bauen wir die gleich hier hin? So. Bauen die gleich hier hin oder. Die machen wir hier einfach so mittendrin. Ah, lasst mich raten, das kann ich da jetzt nicht bauen, weil da erst noch ein Stückchen Weg weg muss. Genau. Genau, machen wir so mittendrin eine Information. Warum wird denn das jetzt so dunkel? Ach so, weil es wieder hell wird. Gehen die Straßenlampen aus, alles klar. Hier ist eine Information. Jetzt bräuchten wir noch theoretisch. Erste Hilfe ist immer gut. Erste Hilfe platzieren wir hier. So, mach mal auf. So, Information aus der Hilfe: Geldautomat. Geldautomat, Geldautomat, Geldautomat. Den packen wir hier hin. Ich glaube, da kann man auch von allen Seiten ran an den Geldautomat. Oder irre ich mich da jetzt? Ja, da kann man auch von allen Seiten ran. Das ist sehr schön. Da kann er von allen Seiten benutzt werden. Ja gut, dass das jetzt hier so aussieht, das ist jetzt nur wegen der Attraktion. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Könnten wir noch so im Eingangsbereich bauen. Schirme! Schirme ist doch immer gut. Schirme, die platziere ich jetzt aber mal hier hin. Schirme ist immer gut. Und was war das Letzte? Toiletten. Toiletten sind natürlich auch immens wichtig. Toiletten. Toiletten. Packe ich die hier an die Seite. So direkt. Pack hier an die Seite. Ah, da müssen wir noch einen Weg drumherum bauen. Das machen wir dann gleich mal.
zack, zack, zack. Ja gut, jetzt sind die Lampen ein bisschen dämlich, ne? Die müssen wir natürlich jetzt wieder wegmachen. Und dafür versetzen wir die Lampen etwas. Die machen wir jetzt nämlich. Moment. Hier waren sie. Welche waren sie denn? Die Parklampe, ne? Parklampe war's. Parklampe, Muschellampe. Parklampe. Nicht die Parkwegelampe, die Parklampe. Jo. Sieht das gut aus? Nee. Also man sieht schon, wie asymmetrisch die Lampen stehen. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm an sich. Also ich persönlich. Ihr könnt es ja gerne anders sehen. Ist mir dann trotzdem egal. So. Jetzt braucht man natürlich. Ist ein bisschen wenig Grünzeug, ne? Ich überlege gerade. Ich überlege. Kann man hier noch irgendwo Grünzeug hinsetzen? Eigentlich nicht. Ich glaube, wir lassen es erstmal bei dem Grünzeug, was da steht. So. Parkbanken. Mülleimer natürlich auch richtig. Machen wir dann auch gleich. Holzbank. Aha. Marmorbank. Okay. Safari-Bank. Safari-Lampe. Ich werde den Park auch in Themenabschnitte einteilen. Ja, Sitze will ich nicht hinhaben. Springbrunnen. Steins. Ah ja, ich weiß schon, wie ich den Springbrunnen hinsetze. Hab da schon so eine Idee. Kann man nicht irgendwie so eine typische Parkbank? Nee, leider nicht. Dann wüsste ich schon, welche ich nehme. Wir nehmen nämlich die Holzbank. Die Holzbank. Stellen wir erstmal welche immer hier hin. So, ja gut, das ist jetzt ein bisschen doof, aber hier kommen ja die Wege dann lang bauen. Bauen wir uns erstmal in die Richtung aus. Genauso wie hier, da wird man auch mal einen Weg lang bauen. So, hier noch und da noch und hier noch und da noch. Können wir eigentlich auch so große Brunnen bauen, sagen wir mal? Das war jetzt nur ein Baby, kleiner Brunnen. Bla. Brunnen, wo waren das? Ich glaube, ihr könnt noch größere bauen. Reklametafeln, selbstdefinierte Strukturen. Mixmaster, das ist Feuerwerk. Wände, Dächer, bla. Laub. Heißt Laub, einfach nur Laub. Sieht nicht so aus. Finde ich jetzt doch ein bisschen schade. Boah, mache ich da ein Blumenbeet jetzt einfach hin? Oder? Ach, wir können da noch ein paar Büsche hin machen, seht ihr? Mensch. Büsche. Büsche, Büsche, Büsche. Was waren das für Büsche, die wir da stehen haben? Buschfahren war das, ne? Ja, sieht so aus. Machen wir hier noch ein paar Büsche hin. Nee, nicht so wild bewuchert. Busch und da noch ein. Ist mal hinter jeder Bank und dann können wir ja immer noch ausbessern. So. Und so. Gut. Könnten auch. Ah, sieht das dann nicht so bewuchert aus, wenn wir hier so
einfach wie so eine Art Zaun das machen. Ja, es geht eigentlich, ne? Das geht eigentlich. So und so. Ich mache hier erstmal auch Büsche hin. Die kann man dann immer noch wegreißen. So, 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 so. Und da noch, da noch, da noch. Da, 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 da. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. So, sind wir jetzt gleich durch oder was? Geht eigentlich. Doch, es geht eigentlich. Sieht okay aus. So, da haben wir überall Parkbänke. Ich glaube, die reichen auch erstmal. Die lasse ich einfach so stehen, die Parkbänke. Wir werden jetzt erstmal anfangen mit Attraktionen bauen. Aber ich möchte gleich mit dem Themengebiet anfangen. Was haben wir denn so allgemein für Themengebiete? Standard. Gut, wir können auch mit Standard anfangen, ne? Oder fangen wir gleich mit dem richtigen Themengebiet an? Nee, ich glaube, wir fangen erstmal mit Standard an. Und Standard fängt hier an. Machen wir das weg. Und das auch. Bauen wir hier nämlich einen Weg jetzt lang. Einen Weg. Hallo? Weg? Ich möchte einen Weg bauen. Jetzt. Ach, das geht wohl nicht. Ach so, da stand noch ein Busch im Weg. Okay, alles klar. Gut, okay. So, dann wollen wir hier mal so. Und dann wollen wir mal ein paar Standard-Attraktionen bauen. Ja, Achterbahn noch nicht gleich. So, was haben wir hier so? Dinosaurier-Karussell. Tassenbahn, Wackelboot. Ich habe ja bei allen Rollercoasters, ich habe ja nicht nur das gespielt, einfach immer mit dem Karussell angefangen. Mit dem Karussell anfangen ist eigentlich immer gut. So, hier Eingang, da Ausgang und die Warteschlange noch machen. Zack, zack. Und dann können wir es eigentlich auch eröffnen. Gib mal den ganzen Karussell noch ein bisschen Musik. Ich glaube ja, ne? Musik, Musik, Musik. Keine Musik. Gürze. Boah, nee, komm. Neue Genre für Musik auswählen. Sonstiges. Ich mach das jetzt nicht. Passt das? Doppelhaar. Bermuda-Shorts. Nein. Ach, bleib. Genau, lass mal Summer Air. Ach so, ja, ja, ja. Ja. Wie sollen sie auch Karussell 1 verlassen, wenn noch kein Weg nach draußen gegeben ist? So. Das machen wir jetzt aber, filmen wir jetzt auch noch ein bisschen auf. Ein Blumenbeet wäre super. Großes Blumenbeet. Hier nicht so leer aussieht. So ein bisschen nach was aussieht. Genau. So. Fressbuden mache ich erst später. Kinderbahn. Was haben wir noch? So Karussell. Spiel. Die ist auch immer gut. Die Rutscher. Baue ich jetzt auch einfach mal hier hin. Ja, machen wir so, oder? Machen wir es.
dass ich immer die Tools hier zumache. Genau. Kurz mal kratzen und... Ja,